Hallo, ich möchte euch heute drei neue Module von Döpfer vorstellen, von denen zwei insbesondere dann interessant sind, wenn ihr euch entweder für ein polyphones System interessiert oder sogar schon eins habt, so wie ich hier. Genau, und ein weiteres ist sicher für jeden interessant, nämlich hier auf der rechten Seite der A1018 Photophaser. Gut, und dann gibt es A1714 Quad Voltage Control Slew Limiter oder auch einfach polyphones Portamento und dieses Modul A1355 Polyphonic Mixer. Wobei ich hier dazu erklären muss, es handelt sich hierbei um einen Prototypen. Das endgültige Modul wird ein bisschen anders aussehen. Die Regler auf der linken Seite werden kleiner werden. Dafür wird es rechts Mute-Schalter für jeden Kanal geben. Es wird die Möglichkeit geben, intern die mehrere A1355 zu kaskadieren. Und es wird einen Summenausgang geben, der vor allen Dingen dann interessant ist, wenn man gar nicht wirklich polyphon arbeiten möchte, so wie ich das hier mache, sondern wenn man zwar vier VCOs nutzen möchte, die aber dann paraphon in nur ein Filter bzw. nur einen VCA schicken möchte. Dann wird es dafür einen entsprechend monophonen Ausgang geben. Gut, dann fangen wir mal ganz langsam an und ich spiele erstmal so ein typisches Sägezahnpad an mit nur einem einzigen VCO. Ja, das Vibrato, das ihr gehört habt, das steuere ich über Aftertouch und das kommt vom A1472 Voltage Controlled Delayed LFO. Das heißt, ich könnte das auch so machen, dass es von selber immer nach einer gewissen Zeit einfach einschwingt, das Vibrato. Mache ich aber nicht, ich habe es über Aftertouch gesteuert. Genau, und dann habe ich noch auf dem Modwheel die Filter-Eckfrequenz liegen, sodass man da ein bisschen beim Spielen Einfluss drauf hat. Gut, jetzt nehme ich den zweiten VCO mal dazu. Das sind jetzt zunächst wieder Sägezähne in der gleichen Tonhöhe. So, jetzt will ich das ein bisschen interessanter machen und gehe hier an meinen Crossfadern, die ich mir so als Behelf hier hingemacht habe, von den Sägezähnen auf die Pulsschwingung, schalte den zweiten VCO eine Oktave höher und dann klingt es schon etwas interessanter. Ja, und jetzt stelle ich noch das Filter und die Hüllkurve ein bisschen anders ein. Dritte Oktave dazu, indem ich den Suboszillator aktiviere. Das A1355 hat nämlich die Möglichkeit, dass man hier einen Suboszillator zu Kanal A bekommt, wenn in Kanal B nichts eingestöpselt ist. So, jetzt werden wir noch ein bisschen Modulation hineinbringen und zwar Pulsbreitenmodulation von diesem A1454 und ihr seht, die LFOs bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und die benutze ich jetzt, um am zweiten VCO die Pulsbreiten zu modulieren. Jetzt wabert es schon an jeder Ecke und an jedem Ende. Und zu guter Letzt kommt jetzt der Phaser ins Spiel.
jetzt Portamento. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.